Willkommen zu AI Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt das jetzt Nagele mit Köpfchen. Hallo und willkommen zum heutigen Videocast oder Vodcast zum Thema Causal AI. Super spannendes Thema. Ich möchte dazu den Dr. Michael Haft begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute hier begrüßen zu dürfen als Gast. Das ist ein Thema, das mir auch selbst wieder mal sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, kleiner Spoiler, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das Thema Causal AI wahrscheinlich so der nächste Hype in der AI-Welt wird. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen unseren Zuhörern oder Zuschauern. Vielen Dank erstmal, Johannes, dass ich da sein darf. Ist mir wirklich eine Freude. Und ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Haft von der Explain Data GmbH. In dem Umfeld Machine Learning schon sehr, sehr lange unterwegs. Habe in dem Bereich Neuroinformatik schon vor 20, 25 Jahren meine Doktorarbeit geschrieben in dem Bereich selbstorganisierende neuronale Netze basierend auf Informationsmaßen. Damals bei Siemens, beziehungsweise an der TU München, dann über verschiedene Stationen. Wir haben erstmal eine Company aus Siemens ausgegründet, über mehrere Risikokapitalrunden finanziert, war dann ein paar Jahre bei Accenture, ein paar Jahre bei SAP. Habe gelernt, wie sich auch SAP sehr, sehr schwer tut mit dem Entwickeln von Innovationen. Und wir haben dann beschlossen, mit einem Team von SAP, mit zwei Leuten von SAP und zwei Leuten von extern, nochmal eine Startup-Company zu gründen. Und das ist jetzt die Explain Data GmbH. Explain Data, ja, da klingelt bei mir natürlich, Explainable AI ist auch ein Thema, das für mich sehr wichtig ist, und jetzt habe ich schon gespoilert, es geht uns ja um Causal AI heute insbesondere. Wie kommt es, dass die Firma Explain Data heißt? Ja, der Name ist natürlich ein bisschen Programm und das Wort Causal AI und Explainable AI, ja, zwei Buzzwords, die in letzter Zeit immer stärker nach oben kommen, die sind auch zu einem großen Teil synonym. Klar, wenn Causal AI, es geht darum, um die Frage nach dem Warum. Also man will nicht nur eine Prognose machen, sondern man will erklären, warum irgendwas passiert. Sprich, ich will erklären, explain why, warum passiert es. Insofern, also sind diese zwei Dinge, die hängen natürlich sehr, sehr eng zusammen. Also wenn ich ein Causal-Modell aufbaue, das dem Experten die Zusammenhänge erklärt, dann ist es natürlich implizit auch ein Explainable AI-Modell, das eben dem Experten erklärt, wie die Zusammenhänge sind, die am Ende zu einem Ergebnis führen. Insofern die zwei Worte Explainable AI, der Begriff ist ja schon länger sehr populär, und Causal AI, der Begriff kommt jetzt erst langsam so hoch, aber es gibt natürlich da sehr, sehr viel Zusammenhänge. Why? Warum brauche ich Causal AI? Ja, ich würde jetzt mal fast den Ball zurückspielen und sagen, warum erst jetzt? Also es ist ja, in meinen Augen ist es ja evident, dass man, dass es wichtig ist, Ursache-Wirkungszusammenhänge aus Beobachtungsdaten ermitteln zu können. Ich meine, ganz kurz nochmal. Du sagst, Causal AI, wenn ich den Satz jetzt nochmal verwende, bedeutet Ursache-Wirkungen, Beziehungen sozusagen zu ermitteln, oder? Nur, dass richtig, wir das nochmal. Genau. Es geht um das Erkennen von Ursache-Wirkungsbeziehungen. Und natürlich von einem intelligenten System würde ich erwarten, dass es weiß, wie ich intervenieren muss in irgendein System, um ein Ziel zu erreichen. Und diese Interventionen, die müssen natürlich in dem Ursache-Wirkungszusammenhang zum Ziel stehen. Also insofern, ein intelligentes System, das weiß, wie es irgendwo hinkommt, muss natürlich irgendwie eine Notation von Kausalität haben. Insofern kann ich die Frage zurückspielen und sagen, warum eigentlich erst jetzt? Es ist höchste Zeit, dass das Thema Causal AI und Ursache-Wirkung in dem Bereich der künstlichen Intelligenz mehr Beachtung findet. Absolut, ja. Weil definitiv, also ein System ist doch nur wirklich intelligent, wenn es weiß, was es machen muss, um ein Ziel zu erreichen. Und ja. Woran liegt es, dass es noch nicht so beachtet wurde? Also ich denke, es war immer so eine Art der heilige Gral. Man hätte es gern gehabt, aber irgendwie es gab Schwierigkeiten. Was denkst du, woran liegt es, dass wir auf dem Bereich noch nicht weiter sind oder es nicht verbreiteter ist? Also tatsächlich
habe ich dann nicht so richtig eine Antwort darauf, warum. Warum das jetzt erst jetzt so langsam mehr Beachtung findet. Und es gibt allerdings schon ein paar Gründe. Also es wurden so manche theoretische Grundlagen wurden tatsächlich auch erst so in den letzten 10, 20 Jahren, klingt relativ lang, aber bei der Entwicklung von theoretischen Grundlagen, da dauert es manchmal schon etwas länger, also erst so in den letzten 10, 20 Jahren auch einiges so gut aufbereitet, dass man da jetzt ein richtig schönes Framework hat, wo man mit arbeiten kann, ein probabilistisches Framework. Und insofern mag es auch daran liegen, dass das einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat. Ich glaube, ein anderer Grund ist aber schon auch, dass es einfach sehr, sehr wenig Verfahren gibt, also von diesen theoretischen Grundlagen bis hin zu irgendwas, was in der Praxis dann wirklich anwendbar ist. Da ist auch noch ein relativ langer Weg zu gehen und da haben wir immer noch einen langen Weg zu gehen. Also ich glaube auch deshalb, weil es eigentlich noch wenig wirklich gute Verfahren gibt, die in der Praxis wirklich anwendbar sind, das Thema noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es eigentlich bekommen sollte. Ja, ich selber war mal auf einem ganzen Symposium zu dem Thema, das war mehr aus dem Bereich Philosophie und Neurowissenschaften, in Tutzing zum Thema Kausalität. Und das Bild, das sich für mich dort ergeben hat, war, dass man nicht mal auf einer, sage ich mal, philosophischen Ebene sich so ganz einig drüber ist, was ist überhaupt Kausalität? Und dann im nächsten Schritt, wie misst man denn Kausalität wirklich? Und wie kann man denn wirklich sagen, etwas ist ein kausaler Zusammenhang? Das ist nämlich gar nicht so trivial. Also vielleicht auch nochmal so als Gedankenanstoß an unsere Hörer. Wir haben das in uns quasi angeboren, so zu denken in Kausalitäten. Wenn ich das mache, dann passiert das. Aber wir sind eigentlich nicht sonderlich gut darin, über einen längeren Zeitraum Kausalitätsketten auch uns vorstellen zu können, beziehungsweise wirklich etwas, ja, wie soll ich sagen, eine Wirkung wirklich an eine Ursache einige Schritte vorher zu pinnen und zu sagen, das ist jetzt die Ursache dafür. Also da kann man drüber streiten. Tatsächlich ist der Mensch gut, kausal zu denken. Also man spricht ja auch von, dass das Gehirn sehr stark assoziativ funktioniert, sehr schnell Assoziationen zwischen zwei Dingen herstellen kann. Assoziation ist aber eher sowas wie eine Korrelation. Genau. Und eine Korrelation ist eben exakt nicht eine Kausalität. Also wenn es dann wirklich darum geht, über längere Zeiträume hinweg komplexere kausale Zusammenhänge zu erkennen, bin ich mir nicht sicher, wie gut der Mensch oder wie gut das Gehirn das eigentlich wirklich kann und ob man nicht da gerade auch wirklich dann mathematische, algorithmische Unterstützung braucht in Form von Daten, um solche Kausalitäten aus Daten eben zu erkennen. Absolut nachvollziehbar, ja. Das ist ein richtig spannender Punkt. Also genau da könnte uns ja die künstliche Intelligenz eigentlich helfen an der Stelle. Also gerade auch im Gesundheitswesen, ich habe auch gehört, ihr habt euch auch damit beschäftigt. Da sehe ich halt besonders viel Potenzial, weil da oft diese Kausalitäten eben nicht so ganz klar sind. Und das ist auch ein interessanter Punkt, den wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen könnten, wie man denn in der Vergangenheit, gerade im Gesundheitsbereich, Kausalitäten getackelt hat. Ja, wie ist man denn das angegangen? Ja, weil da gab es diese KI-Verfahren noch nicht, die übrigens meiner Meinung nach auch jetzt verstärkt in den Fokus rücken, weil es machbar wird durch die Computational Power, die wir bekommen können. Viele Hypothesen durchtesten, das konnten wir halt vor 40 Jahren noch nicht so gut. Aber ja, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ja. Wie wurde denn das früher gehandhabt? Es gibt natürlich schon lange Verfahren, die in der Medizin auch Anwendung finden, um eine Schätzung für eine kausale Wirkung zu bekommen. Adjustierungsverfahren. Also ich beobachte einen Zusammenhang zwischen zwei Größen und ich möchte jetzt eben eine Idee davon bekommen, ob das wirklich kausal ist,
Ich habe allerdings nur Beobachtungsdaten, eben nicht experimentelle Daten. Durch ein Experiment kann ich immer andere Faktoren durch die Randomisierung ausschließen. Mhm. Oder der Ingenieur, wenn er ein Experiment macht, dann macht das exakt an zweimal der gleichen Maschine, die baugleich ist, mit verschiedenen Parametern dann, und kann dadurch feststellen, dass er eben nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Bei Beobachtungsdaten ist das nicht der Fall. Wenn ich da zwei Patientengruppen miteinander vergleiche, die ein Medikament bekommen haben, gegen die, die nicht ein Medikament genommen haben, dann unterscheiden sich diese beiden Gruppen sehr, sehr stark. Und da gibt es natürlich schon sehr, sehr lang Verfahren, um auf diese Unterschiede zu adjustieren. Also ganz einfach Adjustierungsverfahren, wo dann in Bezug auf Alter und Geschlecht einfach adjustiert wird, wo man sich das für jede Altersgeschlechtszelle separat anguckt, um eben nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern nur Patienten in der gleichen Altersgeschlechtszelle miteinander zu vergleichen. Und das hat dann natürlich Grenzen, weil man nicht nur am Ende natürlich nicht nur auf Alter und Geschlecht bedingen muss, sondern auch auf andere Faktoren adjustieren muss. Da hat die Pharmaindustrie natürlich auch schon lange, gibt es da Verfahren, um auf mehr Variablen zu adjustieren, Regressionsverfahren, Propensity Scores oder was auch immer. Am Ende ist es aber immer ein aufwendiger Prozess gewesen. Das muss jemand sich genau überlegen, auf welche Faktoren muss ich denn adjustieren, welche Daten muss ich denn sammeln, und dann kommt der Statistiker und macht diese Adjustierung. Und das ist natürlich ein Stück weit weg von dem, was man sich wünschen würde, dass so ein Verfahren das sehr stark automatisiert macht. Und ja, da kommt jetzt genau der Punkt, den du nennst. Also Dinge, die man vorher eben manuell aufwendig gemacht hat, jetzt large scale vielleicht mit Maschinen machen kann, wo man dann der Maschine das überlässt, automatisch die Faktoren zu finden, auf die adjustiert werden muss, und dann automatisch Millionen von Hypothesen geprüft werden, um dann die Faktoren zu finden, die also tatsächlich kausal sind, und die Confounder dazu, und auf diese Confounder automatisiert zu adjustieren. Und das im Grunde könnte man sagen, eigentlich gibt es das alles schon lang, nur klar, jetzt könnte man mit der Maschinenpower und mit den Daten, die da sind, das auf ein ganz anderes Niveau heben, und sozusagen und damit der Maschine es dann überlassen, halt sehr stark automatisiert Zusammenhänge zu erkennen, kausale Zusammenhänge zu erkennen oder jedenfalls sehr wahrscheinliche Vorschläge dafür. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Also wir können nie, correct me if I'm wrong, aber in meiner Sicht, wir können nie beweisen 100%, dass etwas ein kausaler Zusammenhang ist. Es ist nur sozusagen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, mit einer intuitiv am ehesten greifbare Methode, um eine Kausalität zu überprüfen, ist halt so, wie es auch ein kleines Kind machen würde. So, keine Ahnung, wenn ich die Gabel fallen lasse, dann klirrt es nachher am Boden. Also das ist diese zeitliche Komponente. Ich mache eine Intervention, ich mache irgendwas, und wenn ich das nicht mache, passiert nichts. Aber wenn ich was mache, dann passiert, dann gibt es einen Effekt, eine Aktion. Und dieses Intervenieren ist natürlich nicht sonderlich, also das geht halt mit Daten nachher im Nachhinein nicht mehr. Da kann man nicht mehr intervenieren, und da kommt der Punkt ins Spiel, was du gesagt hast. Und jetzt, was mir dazu auch gerade noch eingefallen ist, dieser riesige Schatz an Daten, den wir da gerade im medizinischen Bereich eigentlich ja haben, den man aber nicht gemeinschaftlich analysiert, sondern man hat einzelne Unis, einzelne Institute, die machen einzelne Studien damit und schauen sich immer nur einen kleinen Teil davon an. Und da wird sich nie so ein ganzheitliches, kausales Bild sozusagen ergeben können. Und deswegen finde ich, was du gerade gesagt hast, besonders spannend, wenn man das im großen Stile aufziehen würde, da würde man eine Menge rausbekommen können, sicherlich. Also da bin ich überzeugt davon. Also da kratzen wir erst an der Oberfläche. Mhm. Und klar, ich meine, ein Kind macht ein Experiment, lässt die Gabel fallen und guckt, was passiert. Das ist ja aber genau, was wir nicht machen wollen. Oder genau. Ich meine, dazu, also erstens, man muss ein Experiment machen. Das geht halt oft einfach nicht. Und zum anderen, ein Experiment zielt halt ganz konkret auf eine Hypothese ab. Also ich kann jetzt hier zum Schalter gehen und auf den Schalter drücken und gucken, ob das Licht ausgeht, und genau diese Hypothese überprüfen. Und wenn ich dann drücke drauf, dann geht es sofort aus. Habe ich das Experiment gemacht, bin ich mir relativ sicher, dass dieser Schalter kausal mit der Lampe zusammenhängt.
Kann man dann die Transfer-Entropie berechnen zwischen deinem Schalterdrücken und dem Effekt? Ist, ja. Es ist ein Experiment. Ich habe ja erstens habe ich eine Hypothese formuliert und das will ich ja vielleicht gar nicht. Ich will jetzt einfach wissen, was führt kausal. Ich möchte gar nicht erst eine Hypothese formulieren, sondern das zur Maschine überlassen, zu gucken, was ist denn wirklich kausal. Und zweitens, ich habe ein Experiment gemacht. Und das ist es, was wir meistens nicht tun können, sondern am Ende, und so definiere ich Causal Discovery. Causal Discovery heißt, ein System einfach nur zu beobachten, aus den Beobachtungsdaten, die aus diesem System kommen, sei es Gesundheit, sei es aber auch Maschinendaten, was auch immer, Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, was sind die kausalen Mechanismen, die dieses System bewegen. Einfach nur beobachtend, nicht intervenieren, keine Experimente. Traumhaft eigentlich. Ja, genau, aber tatsächlich vor der Situation stehen wir natürlich. De facto alle unsere Daten, die wir haben, Big Data im Gesundheitsumfeld, im Industrieumfeld, auch im CRM-Umfeld, sind alles Beobachtungsdaten zu 99%. Also natürlich werden auch hier und da Experimente gemacht, allerdings natürlich nicht unter kontrollierten Bedingungen. Und damit sind es am Ende auch Beobachtungsdaten. Damit muss man auch adjustieren. Und insofern sind das Thema, also nicht nur, dass es natürlich vielleicht faszinierend ist, das tun zu können, nur das System beobachten. De facto ist es so, dass alle unsere Daten einfach Beobachtungsdaten sind und nicht experimentelle Daten. Damit wird das Thema natürlich wichtig. Aspekt, ja, jetzt interessiert natürlich, wie funktioniert denn das dann? Mit so einer KI. Wie funktioniert denn jetzt zum Beispiel auch euer Produkt oder vielleicht Causal Discovery im Allgemeinen? Ich glaube, das sollten wir dann vielleicht auch noch mal kurz erklären. Was ist denn der Unterschied zu den Verfahren, die traditionell durchgeführt wurden? Also nur Beobachtungsdaten. Wir haben vorher schon mal die Frage gestellt, kann man Kausalität irgendwie definieren? Kann ich eine mathematische Formel hinschreiben, idealerweise? Für Korrelation kann ich das natürlich. Kann jeder Student Korrelationskoeffizient, ich habe eine Tabelle mit 100 Spalten und 1 Million Teilen und für 2 Spalten möchte ich die Korrelation ausrechnen, kann jeder Student den Korrelationskoeffizient ausrechnen und da braucht er auch exakt nur diese beiden Spalten. Und jetzt ist die Frage, hinter der Korrelation steckt da vielleicht irgendwo eine Kausalität dahinter, wenn wir dann eine Korrelation festgestellt haben. Und jetzt bräuchte man natürlich auch vielleicht so eine Formel, wo man sagen kann, stecken wir rein und dann sehen wir das. Und das ist halt leider nicht ganz so einfach. So eine mathematische Formel, die gibt es nicht wirklich, aber es gibt so semi-mathematische Definitionen. Man kann den kausalen Zusammenhang zwischen 2 Größen dann definieren als der Teil, den ich nicht über eine andere Größe erklären kann. Also ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Wir sehen eine Korrelation zwischen eines unserer Standardbeispiele zwischen grauen Haaren und Brille. Also ich brauche inzwischen eine Lesebrille, wenn ich irgendwas auf kurzer Distanz lesen will. Graue Haare habe ich auch schon und man stellt fest, dass graue Haare und Brille tritt oft gemeinsam auf. Und natürlich aber, die Korrelation kann man auch total einfach ausrechnen, klar. Aber vom Tragen einer Brille kriegt man keine graue Haare. Schauen wir mal. Keine Ahnung, vielleicht doch. Aber die Vermutung ist natürlich eine andere. Die Vermutung ist, es gibt eine andere Erklärung, nämlich in dem Fall natürlich auch das Alter. Je älter man wird, desto öfter, viele brauchen dann irgendwann eine Lesebrille und viele kriegen dann auch irgendwann graue Haare. Es gibt also eine gemeinsame Ursache. Und so kann man jetzt eben, vielleicht nicht ganz streng mathematisch, aber ein Stück weit schon Kausalität definieren. Wenn ich zwischen 2 Größen einen Zusammenhang beobachte, so ist eine Definition, die Kenny 79 hingeschrieben hat, also es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Größen, die zweite Größe muss der ersten zeitlich folgen, also offensichtlich hat es auch was mit Zeit zu tun, das ist auch noch eigentlich ganz wichtig und es darf keine andere Erklärung für diesen Zusammenhang geben, wie zum Beispiel eben jetzt das Alter. Wie kann man das ausschließen? Ja genau. Man hat ja nie die Gesamtheit aller Dimensionen sozusagen, alle Informationen. Jetzt kommen wir an den Punkt. In einem gewissen Sinn ist Kausalität das extreme Gegenstück zu Korrelation. Nämlich Korrelation
habe ich vorher gesagt, brauche ich eigentlich nur die zwei Spalten. Mhm. Für Kausalität brauche ich jetzt alles andere, weil ich muss alle möglichen anderen Erklärungen ausschließen. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich muss erst mal alles andere wissen. Und wenn ich wichtige Confounder nicht kenne, werde ich falsche Schlussfolgerungen über Kausalitäten ziehen. Ja. Und damit sind wir an dem Punkt, dass man eben für, um Kausalitäten automatisiert aus Daten gewinnen zu können, braucht man extrem umfangreiche Daten. Also ich muss über den Patienten möglichst alles wissen, damit ich alle möglichen Confounder ausschließen kann, alle möglichen Hypothesen prüfen kann. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wir brauchen hölle viel Daten, wir brauchen hölle breite Informationen einfach über den Patienten. Und wir brauchen natürlich auch Algorithmen, die mit solchen Daten umgehen können. Und das mag jetzt vielleicht eben ein Grund sein, warum gerade das Thema Kausalität oder Causal AI jetzt langsam nach oben kommt. Weil man jetzt vielleicht immer mehr die Algorithmen, immer mehr die Daten auch hat, um sowas dann auch extensiv zu tun. Mhm. Und genauso funktioniert eben auch unser Produkt. Also umfangreiche Daten heißt, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, umfangreiche Daten über einen Patienten sind auf jeden Fall keine flache Tabelle. Also wenn ich mir mal eine elektronische Patientenakte vorstelle und da steht alles drinnen, Diagnosen, Verschreibungen, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Prozeduren, genetische Daten, Ernährungsinformationen, ich weiß nicht was. Wenn ich mir das mal vorstelle, dann ist so ein umfangreiches Datenmodell sicher keine flache Tabelle, sondern es sind 100 Tabellen. Das heißt, Causal Discovery-Verfahren müssen mit sehr umfangreichen und komplexen Daten umgehen können. Und das tun wir in der Form, dass wir erstmal alles, was zu einem Patienten gehört, auch in einer Datenstruktur gemeinsam speichern, in einem Patientenobjekt. Also wir schreiben die Daten in eine objektorientierte Datenstruktur. Und wenn wir die dann in dieser Form haben, kann man dann sehr schnell dieses Patientenobjekt statistisch über viele Objektinstanzen hinweg auf sehr, sehr Millionen von potenziellen Confoundern testen und dann eben diese Suche nach Faktoren und Confoundern und adjustierenden Confoundern sehr, sehr schnell durchführen, weil man einerseits in Form des kompletten Patientenobjektes eben alle Informationen beieinander hat über einen Patienten und andererseits in der Form sich diese Algorithmen eben auch mit einer hohen Effizienz implementieren lassen. Und das ist so ein bisschen die Secret Source hinter unseren Verfahren, dass wir also jetzt in Form der Datenstrukturen, die wir dazu nutzen, sehr komplexe Daten und sehr umfangreiche Daten sehr effizient und sehr schnell automatisiert nach solchen Confoundern, nach Faktoren und Confoundern analysieren können. Und dann mit einer Liste von Faktoren am Ende kommen, von denen immer noch nicht bewiesen ist, dass sie wirklich kausal sind. Es mag ja immer noch was gefehlt haben in den Daten. Ja. Aber es dann halt schon, die Aussage ist dann, hier sind... Gut, das sind Leads auf jeden Fall, oder? Das sind spannende Leads mit der Aussage, hier gibt es einen Zusammenhang, den kann ich nicht... Wir haben Millionen von Tests und Hypothesen geführt, wir können ihn nicht indirekt erklären. Irgendwas muss da dran sein. Das heißt aber auch, da ich ja dieses grundsätzliche Problem nicht lösen kann, was du auch gesagt hast, dass man alles andere eigentlich ausschließen müsste, wenn man, also je mehr man in die Breite geht mit Informationen, also je, sagen wir mal Patientenakte, je länger die wäre, je mehr Dimensionen die mit berücksichtigen würde, je mehr Daten letztlich oder Features da sind, je mehr Attribute ich an dieses Objekt dran packen kann, desto besser wird eigentlich das Ergebnis, oder? Genau, richtig. Und gleichzeitig ist es aber, wie ist es von der Skalierung her? Wird es dann irgendwann ein Problem, wenn ich jetzt 1000 Attribute habe gegen, weiß ich nicht, 10.000 Attribute? Oder also wie wächst da die Komplexität dann? Es wächst natürlich klar, also je umfangreicher die Daten in der Breite und in der Länge, klar, desto mehr Rechenpower braucht man. Das ist ja kombinatorisch dann die Zahl der Hypothesen. Im Prinzip explodiert es natürlich kombinatorisch. Und am Ende ist die Suche, die wir implementieren, natürlich auch eine Heuristik. Also der Raum ist natürlich derart exorbitant groß, dass man am Ende natürlich den nicht extensiv absuchen kann. Sondern wir nutzen dann natürlich schon auch Heuristiken, um das am Ende zu tun. Auch deshalb ist es natürlich hinterher kein Beweis für eine Kausalität. An was für, wenn man diesen Raum durchsucht sozusagen, an was für,
Also ganz grob, woran richtet man sich da aus? Was für Art von Heuristiken kann man da verwenden? Nimmt man da sozusagen immer das vorige Ergebnis und schließt aus dem wiederum irgendwie so den nächsten? Ja, genau. Es ist so ein Bootstrap-Verfahren. Mhm. Das ist richtig. Also zunächst mal, wenn ich also eine Form der Regression ist eben durch der Adjustierung durch Regression. Also ein Propensity-Score-Model macht eigentlich nichts anderes. Oder genauso kann man eben ein Adjustieren durch ein Regressionsverfahren, und mehr oder weniger tun wir das auch. Mhm. Implizit mit so einem Causal Discovery Model ist auch ein Predictive Model verbunden. Also wird dabei ein Modell gebildet. Nur dieses Modell wird halt stark automatisiert, jetzt nicht nur in dem hochdimensionalen Raum gebaut. Also es gibt bei uns eigentlich, die klassische Vorgehensweise ist, man bildet ein Predictive Model, flache Tabelle, 100 Spalten, und die Spalte Nummer 101 ist die Zielvariable. Ja. Und dann baue ich da aus den 100, mit den 100 unabhängigen Variablen, versuche ich als Prädiktoren zu nutzen für die letzte. Ja. Auch da hat man ja schon eine kombinatorische Explosion. Bei uns ist es allerdings so, dass selbst diese flache Sicht, die existiert gar nicht, sondern wir arbeiten ja nicht mehr auf einer flachen Tabelle, sondern in dieser flachen Sicht ist sozusagen eine Zeile, ein Patient mit seinen 100 Eigenschaften. Wie ich aber vorher erklärt habe, ein Patient ist nicht durch 100 Eigenschaften beschrieben, sondern ein Patient ist durch eben ein komplexes Datenmodell beschrieben, also in Deutschland gibt es ungefähr 5.000 zugelassene Wirkstoffe. Und das wären dann schon mal 5.000 Variable. Hat Patient diesen Wirkstoff genommen, ja oder nein? Ja. Natürlich, oder wie oft hat er diesen Wirkstoff genommen? Wie oft hat er diesen Wirkstoff in den letzten Wochen genommen? Wie oft hat er in den letzten Monaten, im letzten Jahr genommen? Ja. Also du siehst, ich könnte in so einem relationalen Datenmodell sehr schnell Millionen von Features bilden, und das passiert bei uns auch. Also es gibt 5000 verschiedene zugelassene Arzneimittel, 5000 verschiedene Diagnosen. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Produkte, wie viele verschiedene Gene. Also ich könnte schnell Millionen von diesen Features sozusagen definieren, und das macht unser Verfahren auch. Also wir bilden im Hintergrund, werden tatsächlich Millionen von solchen Features gebildet. Das macht das Modell komplett selber. Das macht, genau. Wenn ich jetzt bei einem Patienten noch ein weiteres Attribut dran packe, keine Ahnung, dass der Patient gern lila Schuhe trägt, dann würde das ganze Datenmodell nicht zerschießen, und das Verfahren könnte trotzdem. Richtig, also man klingt das, was weiß ich, wir hätten dann eine Tabelle, würde dann noch drangehängt werden, Kleidungspräferenz, und da stehen die verschiedenen Kleidungstypen drin, die der Patient gerne trägt. Und sowas könnte man dann nahtlos in das Objektmodell einklinken, muss dann das Verfahren eben noch etwas weiter konfigurieren, muss dem Verfahren dann sagen, bitte diesen Teil des Objektbaums auch mit absuchen, und viel mehr muss man nicht tun. Das Verfahren generiert dann eben automatisch, auch aus diesem Bereich des Objektbaums werden dann alle möglichen Features automatisch generiert, als potenzielle Faktoren getestet und als Confounder, um dann eben zu sehen, gibt es da einen Zusammenhang, den ich nicht über was anderes erklären kann? Und dann könnte man natürlich potenziell schon rausfinden, das Tragen von lila Schuhen macht, macht irgendwelche Krankheiten. Ja. Um nochmal darauf zurückzukommen, du hast gesagt, verwendet da auch in parallel sozusagen ein prädiktives Modell. Was sagt dieses Modell dann voraus? Also man muss immer schon eine Targetgröße formulieren. Mhm. Also ich möchte zum Beispiel wissen, was verursacht Hautkrebs? Und dann läuft diese Suche automatisch. Ich muss jetzt keine weiteren Hypothesen formulieren und sagen, ich habe den Verdacht, dieses und jenes Medikament macht Hautkrebs, und dann ein Propensity-Score-Verfahren nutzen oder was auch immer. Ja. Sondern von da aus geht es dann automatisch. Und natürlich implizit damit ist dann auch ein Predictive Model verbunden. Das heißt also, jeder Patient bekommt dann auch einen Score für sein Risiko für Hautkrebs. Mhm. Und wenn ich natürlich für jeden Patienten mal die kausalen Faktoren kenne, die das Risiko für Hautkrebs erhöhen, dann kann ich natürlich auch für jeden Patienten gucken, trägt er diesen Faktor oder nicht, und damit natürlich auch eine Prognose machen, was ist sein Risiko für Hautkrebs. Also dieses Predictive Model, das kommt implizit mit, wobei wir eben weniger an dem Predictive Model interessiert sind, sondern eher daran, dass die Faktoren, die unabhängigen Variablen, die da einfließen in das Modell, einfach zu interpretieren sind, sodass man es wirklich verstehen kann, und b, natürlich auch das Label tragen, potenziell kausal,
weil wir finden nichts, keine dieser anderen Millionen Größen, die wir automatisiert gebildet haben, können sozusagen diese Größe hier ersetzen. Und damit kommt es eben in Frage als ein direkter, potenziell kausaler Faktor. Okay, verstanden. Jetzt würde mich auch noch interessieren, wenn wir das Ganze jetzt mal so nehmen und uns vorstellen, wo das Ganze hingehen könnte. Angenommen zum Beispiel, wir kriegen es jetzt in Deutschland wirklich hin, vernünftig die Daten zu sammeln. Da höre ich von befreundeten Ärzten auch immer wieder ganz spannende Geschichten, wie das in der Praxis abläuft. Aber angenommen, wir können diese Daten bereitstellen und in so ein System reinfüttern, was würde dann passieren? Also am Ende weiß ich es auch nicht, was passieren würde, aber ich bin mir sicher, wir würden so viele Dinge finden, die Vision jetzt, und tatsächlich, also Herr Spahn hat ja vor einigen Jahren schon es angeregt, und ich weiß nicht, wie weit diese Initiative tatsächlich gekommen ist, alle Daten aller gesetzlichen Krankenversicherungen, und da laufen viele solche Sekundärdaten zusammen, in einem gemeinsamen Research Pool zu poolen, um ihn genau zu solchen Forschungszwecken nutzen zu können. Und den gibt es aber noch nicht wirklich, soweit ich jedenfalls weiß. Es gibt an anderen Stellen in der Welt aber sehr umfangreiche Patientendatensätze. Und so ein Patientendatensatz mit von mir aus 30 Millionen Patienten und alles, was dazugehört, auf eine große Serverfarm zu setzen mit 30 Server, jeder mit 128 Cores, und dann die Causal Discovery-Verfahren darauf anzuwenden, um dann richtig intensiv damit zu arbeiten. Ich bin überzeugt davon, da werden wir so viel lernen über potenziell kausale Zusammenhänge, die uns noch unverborgen sind. Man spürt, das wäre eigentlich auch so dein Traum, oder? Das wäre natürlich ein Traum. Ja, ja. Und ja, das ist absolut nachvollziehbar. Ich finde, das klingt einfach so auch wie automatisierte Forschung oder so, wenn man so will. Also wir entmündigen natürlich nicht den Forscher. Also wir stellen es dem Forscher an die Hand, keine Frage. Ich meine, es muss immer noch natürlich der Experte daneben sitzen, sich das angucken. Und das sind dann auch Faktoren dabei oft, wo man sagt, klar, das ist jetzt nicht wirklich kausal, das ist aus dem und dem Grund drinnen, weil da irgendwo noch was gefehlt hat oder was auch immer. Und es ist auch, also Causal Discovery ist nicht ein Prozess, wo man auf den Knopf drückt und hinten kommt was raus, sondern man drückt auf den Knopf, der Experte sieht die Ergebnisse, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten zu interventieren, Faktoren zu ignorieren, rauszunehmen, rauszumarginalisieren, die Faktoren dahinter kennenzulernen und sozusagen die Second-Level-Faktoren zu sehen. Mhm. Also da gibt es eine Reihe Möglichkeiten, die eingebaut sind, um dem Experten dann eben auch die Interaktion zu ermöglichen, weil, also jetzt einfach auf den Knopf drücken und hinten kommt das Wissen raus, das glaube ich nicht wirklich. Ja. Aber natürlich, sowas den Experten an die Hand zu stellen, das wäre natürlich definitiv ein Traum, und ich glaube auch, dass wir da wirklich auch mal größer denken sollten. Und also wir als Startup-Company haben da einfach nur begrenzt die Möglichkeit dazu. Aber grundsätzlich wäre das, glaube ich, schon mal eine Idee, mal eine ganz große Vision zu formulieren. Und was aus diesen aus solchen Vorgehensweisen dann an Ergebnissen und natürlich dann auch an Anregungen, an neuen Erkenntnissen über Wirkungen von Arzneimitteln, über Nebenwirkungen von Unerwünschten, über Potenziale neue Arzneimittel aufzubauen. Ich meine, wenn genetische Daten oder proteomische Daten mit dabei sind, dann kann man da auch natürlich potenziell viel erkennen. Also eine spannende Vision ist es auf jeden Fall. Ja, und jetzt reden wir ja nur über medizinische Daten gerade, aber das ist ja, das Gleiche gilt ja für alle möglichen Felder, wo wir viele Daten beziehen können sozusagen und verarbeiten können. Also Kausalität spielt ja eigentlich überall eine Rolle. Und wir haben jetzt gerade den Hype um die Sprachmodelle. Wir haben vorhin schon miteinander gesprochen, dass wir glauben, dass der nächste Hype wird sich um Kausalität drehen. Jetzt die Kombination daraus ist natürlich auch nochmal besonders spannend. Wenn ein Sprachmodell kausal begründen kann, sage ich jetzt mal, oder Kausalitäten erkennen kann, von mir aus auch im Text so, ja, so warum kommt denn das Wort typischerweise nach dem Wort oder so, ja, wenn man das jetzt auch noch elaborieren würde, dann wäre man schon sehr nah an sowas wie einer richtigen künstlichen Intelligenz, würde ich jetzt mal behaupten. Also das wäre natürlich auch ein spannendes Thema.
Also Large Language Models, riesige neuronale Netze, aber natürlich im Wesentlichen die Blackbox. Ja. Da könnte man natürlich mal einen anderen Ansatz auch versuchen. Jetzt eben mit Verfahren, wie wir sie vorschlagen, da wirklich dann Millionen und Hunderte von Millionen von Features und Hypothesen testen und dann ein Versuch wäre es wert. Ich kann nicht wirklich sagen, was dabei rauskommt. Ja, auch nochmal ein ganz spannender Punkt. Wir haben ja jetzt in Europa gerade so ein bisschen so einen kleinen Wandel, was auch die Gesetzgebung und so angeht, die Regulatorien, AI Act und so weiter. Da werden jetzt die immer mehr entstehenden KI, also immer mehr aufploppenden KI-Verfahren in vielen Unternehmen, werden natürlich auch jetzt vor die Challenge gestellt, dass sie in Risikoklassen kategorisiert werden und transparent sein müssen, auch teilweise einfach für die Kunden. Und auch damit man Vertrauen gewinnen kann bei den Kunden oder bei den Anwendern, wer auch immer das ist und so weiter. Und aber eben auch gegenüber den Behörden, weiß ich nicht, BaFin und Co. Und da ist dann natürlich auch nochmal, sehe ich auch nochmal ein ganz großes Anwendungsfeld, dass man Blackbox-Modelle selber sozusagen mit Kausalitätsmodellen analysiert. Und man kann ja also, so wie die Patientendaten quasi eine große Blackbox sind und der menschliche Organismus und so weiter und alles, was halt da damit zusammenhängt, was diese Patientendaten generiert, ist ja im Prinzip ist ja so eine KI oft auch eine Blackbox, die man mit den gleichen Verfahren ja eigentlich dann auch wieder analysieren kann. Input-Daten, Output-Daten, Parameter von dem Modell und, schmeißt man rein und könnte möglicherweise dann irgendwelche Erklärungsmodelle bekommen im Sinne von Explainable AI, warum die KI dieses und jenes tut oder vorschlägt. Auf jeden Fall. Also klar, ich meine, an vielen Stellen kann man Blackbox-Modelle nur schwer akzeptieren. Irgendwann an vielen Stellen muss man wirklich wissen, warum. Und insofern, also auch das ist ein Grund, warum das Thema Causal AI oder Explainable AI ein Thema ist, das mit Sicherheit in Zukunft kommt. Ja. Okay, dann ich meine, wir haben eigentlich schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt mal so ganz praktisch, wie glaubst du, dass KI dein eigenes Leben so, sagen wir mal, in einem Horizont 10, 20 Jahre beeinflussen wird? Was werden so die größten Impacts sein, die wir so in unserem Alltag spüren oder du ganz speziell in deinem? Sehr schwierige Frage. Aber ja, also ich habe schon viele, viele Antworten gehört. Es gibt ein breites Spektrum. Also am Ende soll es uns halt das Leben leichter machen irgendwo. Und ich hoffe mal, dass uns KI einfach viel von den Dingen abnimmt, die sozusagen einfach nur nerven. Also früher bin ich vielleicht mal gerne Auto gefahren, aber ich habe keine Lust, Auto zu fahren. Meistens fährt meine Frau. Und genau solche Dinge, alles, was eigentlich sozusagen Alltagsleben ist und was man eigentlich nur macht, wenn man es machen muss, einem das zunehmend abgenommen ist, von Autofahren über irgendwelche Banalitäten nachdenken, bis zu Haushalt, Ähnliches, auch natürlich Assistenzsysteme im Haushalt, Roboter im Haushalt, natürlich aber auch Pflege, also Pflege natürlich auch ein Riesenthema, wo natürlich auch vieles vielleicht dann irgendwann mal möglich wird, ohne dass sich jemand den ganzen Tag schwere Arbeit leisten muss. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da sehr viel auch eben zum Nutzen passiert, wenn uns durch künstliche Intelligenz und intelligente Roboter da vieles abgenommen ist, wo man heute einfach zunehmend wenig Lust dazu hat, das zu tun. Ja, vielen Dank, finde ich sehr nachvollziehbar. Ja. Könnte ich auch eins zu eins so unterstreichen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du hast jetzt so ein bisschen das Format kennengelernt, wir haben gerade, finde ich, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Was würde dich jetzt reizen, sozusagen anschließend daran zu diskutieren oder zu hören? Was würdest du mir sozusagen als nächsten Gast, wenn wir jetzt dieses Thema weiterführen würden, raten? Zum Beispiel auch eine ganz konträre Ansicht. Vielleicht fällt dir auch jemand ein, der genau die gegenteilige Ansicht vertreten würde oder so.
und sagt, Causal AI ist Schmarrn oder so. Das wäre auch eine interessante. Ja, das wäre, also ich. Interessante ich Folge 2. Ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der, von dem ich weiß, der sagt, das ist alles ein Quatsch, Causal AI. Wenn man so jemanden finden würde, wäre es natürlich ein interessantes Gespräch auch mal. Natürlich grundsätzlich auch, ich meine, der Begriff Kausalität, der wird ja schon sehr kontrovers auch diskutiert. Mhm. Also von Philosophen, die dann früher schon behauptet haben, sowas gibt es eigentlich gar nicht. Der wird natürlich auch in der Physik diskutiert. Das braucht die Zeit. Ja, und also da und auch selbst da haben sich auch kürzlich sehr spannende Entwicklungen ergeben. Jetzt habe ich den Namen vergessen, Peter Zeilinger hat ja vor 2 Jahren, habe ich jetzt den richtigen Namen genannt, vor 2 Jahren den Physik-Nobelpreis dafür bekommen, über seine Beschreibung von verschränkten Quantenzuständen und was er dann eben auch mit Kausalität zu tun hat. Also auch das wäre natürlich mal ein spannendes Thema. Sehr spannendes Thema, habe ich auch gerade dran gedacht, der Link auch zwischen Quantencomputing und Kausalität, weil da hat man ja auch wieder das Problem, dass man immer nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten arbeiten kann und so weiter. Man hat nie was festgepinnt, aber um jetzt Abermillionen von Hypothesen durchzutesten, stelle ich mir vor, dass Quantencomputing vielleicht irgendwann mal sehr nützlich sein könnte. Also definitiv. Es ist ja evident geworden, dass wir so einiges an Rechenpower brauchen. Mhm. Wir als kleine Startup-Company versuchen die Verfahren so effizient zu machen, dass sie zum Schluss auch auf dem Notebook laufen, weil wir uns nicht mehr leisten können oder nicht viel mehr. Aber wir sind jetzt schon mal froh, wenn wir einfach größere Hardware zur Verfügung haben. Unsere Causal Discovery auf einem Quantencomputer laufen zu lassen, da denken wir natürlich gar nicht dran. Das ist auch noch Zukunftsmusik. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bisher haben wir ja, glaube ich, nur ein paar Qubits. Ja. Alles klar. Ja, dann möchte ich mich an der Stelle bei dir sehr bedanken. Außer du hast jetzt noch einen Punkt, den du loswerden möchtest oder Fragen an mich. Ansonsten, ich glaube, wir haben alle spannenden Themen berührt, von Quantencomputing über Quantenphysik. Eine weite Reise gemacht. Ich glaube, wir haben ausreichend viele Punkte berührt. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. War mir eine Freude. Ciao.